Bitterkast gegen die österreichische Nationalelf nur einen Treffer landen konnte. Hoffnungsvoll ist hingegen der Fußballnachwuchs. An der Vorrunde zur Schülerliga beteiligten sich heuer genau 142 Mannschaften und das Endspiel fand heute in Würzzuschlag statt. Richtige Europacup-Stimmung empfingen die Mannschaften der Hauptschulen aus Schäfling und Feldbach heute beim Steiermark-Finale in Würzzuschlag. Die Fanclubs beider Schulen waren zunächst gleichermaßen zuversichtlich, aber schon vom Anpfiff weg waren die Schäflinger die klar spielbestimmende Mannschaft. Ein unwiderstehlicher Sololauf von Horst Grasser führt bereits nach 5 Minuten zum 1:0 der Murtaler, die schon in den Vorrundenspielen alle Gegner souverän bezwungen hatten und bei 72 erzielten Toren nur ganze 2 Treffer einstecken mussten. Nur 3 Minuten später gelingt den körperlich klar überlegenen Schäflingern bereits das 2:0. Nach Idealpass von Gernot Sieg ist erneut Horst Grasser der Torschütze. Im Verlauf dieser Schülerliga-Saison bereits sein 30. Treffer. Gedrückte Stimmung bei den Feldbachern, deren Mannschaft zwar beherzt kämpft, aber kaum Torchancen vorfindet. Siegfried Leitke prüft hier Schäfling-Goli Mario Heuer, der ansonsten aber nur selten in Aktion treten muss. Kurz vor der Pause kassieren die Oststeirer den 3. Treffer. Gernot Sieg bezwingt Manuel Triebel im Feldbacher Tor zum Halbzeitstand von 3:0 und der geschlagene Schlussmann zieht eine Zwischenbilanz. Waren unglückliche Tore. Wenn ich beim letzten ein bisschen größer gewesen, hätte ich vielleicht gekommen. In der Pause wird Finalschiedsrichter Alois Kessler geehrt, der heute sein 3000. Spiel leitet und gleich nach Wiederanpfiff gelingt den Schäflingern durch Roland Fallner schon das 4:0. Womit es über den Sieger dieses Endspiels keinen Zweifel mehr gibt. Dennoch stecken die Feldbacher nie auf. Der durchaus verdiente Ehrentreffer bleibt ihnen aber an diesem Tag versagt. Die Hauptschule Schäfling gewinnt zum ersten Mal in der 16-jährigen Geschichte der Fußball-Schülerliga die Steiermark-Endrunde. Der erste Halbzeit, da haben wir dominiert. Zweite Halbzeit haben wir geschaut, dass wir es 4-0 halten, wenn wir gleich am Anfang ist da geschossen haben in der zweiten Halbzeit. Da haben wir noch einen Zug gesteckt. Ja, es war ein spannendes Spiel und sehr schön. Sie waren stärker, die Schäflinge. Die unterlegenen Finalisten der Hauptschule Feldbach werden fast in gleicher Besetzung nächstes Jahr wieder in die Schülerligameisterschaft einsteigen und die Hauptschule Schäfling vertritt unser Bundesland schon nächste Woche bei der Österreich-Endrunde in Kärnten.